Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Eurotruck Simulator 2 Multiplayer. Wetter hat sich immer noch nicht gebessert und ich befinde mich jetzt irgendwie hier in, wo auch immer, ich glaube in Magdeburg müsste es sein. Ja, Magdeburg. Haben 4% Schaden. Die werde ich. Nein, die werde ich nicht, ja, nicht abgeschleppt werden. Feststellbremse gezogen, ja. Auch. Muss ich erstmal ein LKW essen. Dann bringen. Was mich 4000 kostet, aber oh, wir haben es ja. So, das Spiel könnte heute ein bisschen an bestimmten Stellen laggen. Was die Bewandtnis hat, dass im Moment noch ein Video im Hintergrund hochlädt. Ich würde doch gerne mal einen Auftrag haben in die Stadt, wo ich noch nicht war. Ja, so viel. Bin ich dabei. Kann ich mal nachschauen. Oh, 40 Millisekunden geht ja noch. Den Auftrag natürlich, den ich an der letzten Aufnahme sich noch hatte, abgebrochen, weil mir der Aufnahme zu beschädigt war. Besten Dank, dass mir da hinten noch einer reingeleckt ist. Konnte ich halt nichts. Was macht der Auflieger da wieder? Konnte ich halt nichts machen, muss hier einen alten Auftrag abbrechen. Hat mich 12.000 Geldstrafe gekostet. Weit. Und du, machen wir uns das mal auf Richtung Southampton. Nick. Und für ein bestimmtes Achievement brauche ich noch 4 weitere LKW-Marken, die ich noch zu fahren habe. Muss ich mal überlegen, welche bin ich bisher noch nicht gefahren? Actros Scania Volvo, aber Mercedes Scania Volvo habe ich schon. Fällt nur Renault, MAN, Iveco. Das sind eigentlich. Obwohl, habe ich dann rein vergessen? Das sind ja 7 Marken. Ach ja, und DAF. Gibt es ja noch. Problem ist, es geht nur mit eigenen LKWs. Das heißt, ich muss mir erstmal so einen LKW kaufen. Wahrscheinlich einen Renault Premium kaufen, weil der Renault Magnum sieht nicht gerade sehr funktional aus. Habe ich eigentlich noch mal einen? Hab noch die Rundumleuchten an, die bin noch recht blöd. Brauche ich doch bei der Fracht nicht. So wie der Überbreite noch irgendeine Spezialfracht. Des Tages. Welche Strecke nehmen wir? Nehmen wir die altehrwürdige Route nach Calais und dann über den Ärmelkanal mit dem Schiff rüber und fahren wir an Calais vorbei und dann durch den Eurotunnel mit dem Zug. Ich tendiere eher zu letzterem, weil ich schon geht schneller.
leuchtet an mit Warnblinker. Hat er sich gerade hinter mir in Bewegung gesetzt? Hier steht wieder einer. Hier die Standstreifenbesetzer. Hatte mir mal eine Freundin gesagt, die ist sehr Fernfahrerin. Und hatte mir auch mal gesagt, dass bei manchen Staus das Problem ist, dass dann danach folgend der Standstreifen mit LKWs belegt sind, weil die ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten müssen. Und da wird halt dann der Standstreifen halt zum Pausenplatz noch genutzt. Also wird den nächsten Rastplatz wohl nicht mehr erreichen können. Kontrollen gebe ich heute mal überhaupt nichts. So, jetzt geht es vorbei an Hannover. Ist man schon längst unter die 1000. Ja. 950 Kilometer. Das Wetter bessert sich nicht. Also Pause machen lohnt sich da auch nicht. Habe ich an der letzten Aufnahme festgestellt, das Wetter in sich dann wirklich nicht mehr. Wenn man dann hier so ein Schneeregen irgendwas ist. Außentemperatur plus 2 Grad. Wenn es dann kalt wird, dann ist Schlitterpartie angesagt. Weiß ich jetzt nicht, ob sie das hier umgesetzt haben. Dass dann der LKW aus Kontrolle geraten kann. Was bei meinem Fast hier auch nicht gerade das Neueste ist. So, und wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt hier mal kurz überlege, ich nehme jetzt am 23. auf. Ich habe gestern 3 Parts aufgenommen. Heute, mal sehen, vielleicht 4. Die ich jetzt am Stück versuche aufzunehmen. Und dann halt sehen, dass ich es über die Weihnachtsfeiertage dann komme, ohne dass ich irgendwas dann noch aufnehmen muss. Da ist jetzt der Part für den. Das ist jetzt der erste Weihnachtsfeiertag. Dann. Oh, zweiter Weihnachtsfeiertag ist Sonnabend. Morgen Montag, damit ich nicht gleich wieder hetzen muss. Dass ich dann gleich noch an dem Tag wieder ein Part raushauen muss. Weil bei dem Dienstagspart, den ja jetzt. Ja, gestern halt. Als zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern erschienen ist. Denn das Problem, dass ich da halt keine Zeit richtig hatte. Wegen. Dann ist ja halt auch mit dem Spiel-Update hat also einiges nicht gepasst und so weiter und so fort. Es gab halt nur die Probleme. Wenn die nicht gewesen, hätte ich vielleicht sogar am Montag aufnehmen können. Hätte ich nicht hetzen müssen. So, jetzt muss ich mal. Nee, geht weiter geradeaus. Zeit vergeht. Weil ich meine,
Part rauskommt, das ist der erste Weihnachtsfeiertag. Das Jahr ist dann auch nicht mehr so lange hin. Ja, schon am. Ne, Donnerstag ist ja schon bereits Silvester. Freitag ist Neujahr. Das Zeit vergeht schnell. Zeit wie im Flug, manchmal dauert es lange. Ich daran überlegt habe, also zurückerinnere an meine Schulzeit, was da teilweise für Scheiße lief. War wirklich Blödsinn, da teilweise hatten. Das war wirklich gerade ab der Mittelschule. Damals hieß ja noch Mittelschule. Es gab wirklich Zeiten, die waren für mich der Horror auf Erden. Ich glaube, es wäre genug Stoff für ein eigenes Video. Da sollte ich mal in den Bereich der Commentaries einsteigen. Obwohl, nicht mal für sowas ist geeignet, das wäre schon bereits ein paar Drehlife-Video. Weil ich halt ein bisschen anders war, konnte mich halt auch nicht richtig durchsetzen. Dementsprechend war ich dann immer der Gearschte. Das ist halt wirklich genug Material für ein eigenes Video. Oh, es scheint aufzuklären. Und wenn ich so überlege, gerade privat für mich ist dieses Jahr nicht gerade sehr gut verlaufen. Ständig meine blöden Rückenprobleme. Dann Beziehung in die Brüche gegangen. Na gut, wäre das nicht passiert, dann würde es diesen Kanal nicht geben. Einmal meine damalige Freundin dann noch so zu mir gesagt hat, dass ich eh nie was fertig bringen würde. Ich dann damals so davon geredet habe, vielleicht mache ich mal einen Let's Play Kanal auf, wo ich halt nicht nur Let's Plays machen möchte. Und meinte sie, schaffst du eh nicht. Ja. Irgendwann haben wir uns getrennt. Und dann habe ich beschlossen, den Kanal hier aufzumachen. Hat die mich wirklich eiskalt. War ja das Problem. Gab einen kleinen Vorfall mit meiner jetzigen. Wir wurden zusammen auf dem Dresden noch ein paar nischen Platz gesehen. Und da hat eine Freundin von meiner damaligen Freundin gedacht, die würde sie betrügen. Und hat natürlich geht einmal weiter gesagt. Da ist nur eine Freundschaft, eine kurze Unterhaltung war. Brauchte nicht erklären und so wirkt sie eins zum anderen. Dann am Ende habe ich gesagt, bisher kein nicht mehr weiter. Weg. Aber ohne Witz, mehr hat es gereicht. Ich habe sozusagen vier Jahre einfach so. Ich habe so getan, als würde mir das überhaupt nichts ausmachen, dabei hat es mich wirklich innerlich recht schwerwiegend verletzt. Die hat ja auch versucht, meinen Charakter so nach ihren Vorstellungen zu formen. Darauf habe ich wirklich keinen Bock gehabt. Bin so wie ich bin, entweder findet man sich damit ab oder man vergisst